Ja, Küchentalk und Kaffeeklatsch. Wir sind unterwegs. Mal wieder ein bisschen Rollschuhlaufen, beziehungsweise Niki macht das. Wir befinden uns jetzt gerade hier an dem stärksten und größten Fluss hier in der Umgebung, die Emscher. Okay, wenn man in die Richtung weitergeht oder halt über Umwege, Straße, mit dem Auto fährt, kommen wir zum Rhein. Die Emscher Mündung bzw. hier vorne ist auch gleich das Klärwerk. Und das macht jetzt so ein bisschen, dass es wieder ein bisschen belebter ist, dieser Fluss, wie auch immer, oder Fluss kann man ja gar nicht sagen, das ist ja meine Köttelbecke gewesen früher. Wie gesagt, heute ist es schon um einiges sauberer, so dass man von einer Renaturalisierung sprechen kann. Einige Teile der Emscher werden jetzt praktisch so umgestaltet, dass praktisch wieder im alten Zustand versetzt. Und wie gesagt, der alte Zustand, das bedeutet, dass die Möglichkeit besteht, praktisch wie so ein Sumpfland mit kleinen Bachläufe, mit Fischbestand wird dann wieder erhöht, Enten und Vogelarten, verschiedene Vogelarten können sich dann wieder niederlassen und heimisch werden. So wie es früher halt mal war. Flüsse begradigen ist nicht gerade das Highlight, ist nicht das Allerbeste. Flüsse begradigen bedeutet immer einen Eingriff in der Natur. Ein Fluss braucht so seine Bewegungsmöglichkeiten, neue Flussbetten, verschiedene Richtungen mal. Ja, der Rhein, der war ja auch nicht immer nur ganz gerade. Der hat ja auch seine Mäander gehabt und solche Sachen sind halt, sollten eigentlich so der Natur überlassen sein. Geht leider nicht immer, will nicht jeder. Ich schon. Also ich mag schon, wenn das alles Natur überlassen ist. Ich mag ja auch Unkraut. Ja. Ich habe bei mir im Vorgarten gerne auch mal ein bisschen Unkraut stehen. Die Hecke ist etwas dichter als normal. Das hat seinen speziellen Grund. Insekten werden zum Beispiel zu sehr, zu stark dezimiert. Also die Möglichkeiten, Insekt, ich sag Betonvorgärten, so ein graues Stück irgendwas, dann ist man auch so stolz, wenn man aus demselben Baumaterial, aus demselben Beton, so einen Kübel hat und dann kommt da auch nur noch eine Grünpflanze rein, die sehr pflegeleicht ist und möglichst wenig Wasserverbrauch hat, aber auch keine einzige Blüte an den Tag legt. Ne? Und ich habe lieber gern Gärten mit Wildwuchs, Unkraut. Man sagt Unkraut, es ist ein, ja, man sagt Beikraut auch. Habe ich viel lieber. Ne? So, und wenn man jetzt, sag ich mal, die Leute im Schrebergarten beobachtet, wie streng und geradlinig die sein müssen. Da gibt es auch Regeln, und die müssen auch unbedingt eingehalten werden. Ja, und wehe, du machst da was verkehrt. Du kannst noch lange nicht so bunte, blühende Pflanzen haben für das Insektenvolk. Ja, du musst schon die Regeln einhalten eben. Ne? Die Regeln sagen, kein Bambus oder ja, Bambus ist jetzt auch nicht so das allergrößte Highlight. Bambus, verschiedene Koniferen, also so Lebensbäume, dürfen auch nicht sein. Ja, das sind halt so Sachen, da komme ich nicht drauf klar. Die haben ja gar keine, die Insekten haben ja gar keine Möglichkeit davon, sich zu ernähren oder zu leben, den man ihnen eigentlich hätte bieten können. Ja, also, leider ist es so, dass die Menschen dann immer durch diese Geradlinigkeit eingeschränkt sind
Und da leidet halt unsere Tierwelt auch drunter. Ja, das ist eine Kette. Ja, ein Insekt ist wieder ein Nahrungsmittel für ja, vielleicht den Vogel. Der Vogel ist vielleicht wieder derjenige, der dir andere Insekten vielleicht wieder wegschnappt. Ich sag mal, Schwalben zum Beispiel. Ja, es gibt auch ein Sprichwort, oder weil man sagt es so, wenn die Schwalbe hochfliegt, ist das Wetter schön, fliegen die Schwalben tiefer, ja, dann könnte es heute noch ein Donnerwetter bzw. Regen geben. Das ist eigentlich ein gutes Erkennungszeichen und finde ich ganz okay so. Da ja, kann man sich auch gut dran halten. Ist so wie beim Frosch, beim Wetterfrosch im Glas. Obwohl, ein Frosch im Glas gefällt mir auch nicht. Da habe ich lieber den Frosch im grünen Gras, im Tümpel, ja, bei seinem täglichen Gequake. Ist ja was Schöneres. Ja, wie gesagt, wir sind heute hier an der Emscher. Entwickelt sich langsam zu einem schönen Ort, sage ich mal. Es riecht nicht mehr so. Früher war das so. Ja, wir haben Verwandtschaft in die Richtung und wir selbst haben wir gewohnt in die Richtung. Und die Emscher war praktisch der Grenzfluss. Und das Ulkige war, wir sind dann schon mal regelmäßig ja, den Schleichweg, den sogenannten Schleichweg gelaufen. Und dann sind wir hier rüber, über die Emscherbrücke und dann irgendwo noch mal zwischen die Sträucher, zwischen die Büsche, am Schlangenberg vorbei. Ja, und der Schleichweg. Und dann haben wir kurz telefoniert, ja, wir kommen gleich. Wie ist das Wetter? Ja, warte mal. Dann ist dann einer an der Tür gegangen, je nachdem, in welche Windrichtung das war. Und da war dann halt der Geruch von, ich sag mal, Fäkalien. Ja, und wenn der Geruch von Fäkalien im Raum stand, beziehungsweise in der Luft stand, dann hatte man das eigentlich, ich sag dann, ja, dann kommen wir dann doch mit dem Auto. Ja, weil wir dann genau wussten, ja, es stinkt nach Kacke und gleich wird es regnen. Ja, das war so irgendwie die Emscher, wenn die aufgewühlt worden ist, durch schon, dass das woanders am Regnen war, dann zog das Aroma hier in die Richtung und dann, ja, das halt der Nachteil, da konnte man nicht laufen oder mit Fahrrad fahren, da musste man halt mit dem Auto. Ja, bis hierhin erstmal und ich schau mal, was sonst noch hier gerade in der Ecke so abgeht und wollen wir mal gucken. Ja, hier ist also nicht so viel los. Ich bin da mal so mal um. Ein Bauzaun haben wir hier, einen großen, hohen. Das gehört alles zu ThyssenKrupp, glaube ich, Gelände. Dahinter ist also praktisch schon ein neuer ja, eine Abraumhalde, Deponie Wehofen, so heißt das hier. Ja, Deponie Wehofen. Könnt ihr vielleicht auch abscannen mal, dann erklärt euch das vielleicht ein bisschen was. So. Und dann, ich weiß jetzt nicht, was da hinter diesem Code steckt. Und ja, wollen wir mal schauen. Ja, wie gesagt, es ist herrlichstes Wetter. Ich sag immer dazu, das ist Biergartenwetter. Ja, jetzt so ein lecker, schon so ein halb Liter Radler. So ein Alster irgendwie sowas, da hätte ich jetzt voll Spaß dran. Und das wäre jetzt was so. Ja, draußen sitzen unter der Sonne, Biergarten eben. Ja, ich drehe euch nochmal. Schaut euch mal das Wetter an. Die grüne Pracht und die Wolken erstmal. Och, herrlich. Ja, dann musst du das mal als allererstes lernen, du. Weil bergauf kam ich nicht.
bergab, ich konnte nicht bremsen. Ich hatte Angst, dass ich aus dem Gleichgewicht komme. Okay. Ja. Okay. Ich habe das jetzt nicht mit der Kamera festgehalten. Das war, ich habe nur gefühlt. Ja. Ich würde die Kamera draufgehalten. Ja. Ja, sicher. Auch noch eine Hose weniger. Okay. Ja, das kann ja passieren, ne? Dann fällt man auf den Pubis und dann ist die nächste Hose puddel. So weit wie der Fremd, komme ich auch ein Gleichgewicht raus. Ach du lieber Gott. So weit wie ich, so eher komme ich auch ein Gleichgewicht raus. Also ja. Beim Stehen geht das. Hier schon wieder Wildrosen. Schön. Ja, nachdem dann eine Hose zu Bruch gegangen ist, beziehungsweise gerissen ist, ja, ich muss nach Türkei mein Bad machen lassen, da habt ihr wohl recht. Hose kaputt gegangen. Niki hat alles gegeben. Er hat gut zugelegt, also gut was auf die Rippen gekriegt. Jetzt hat er kaum noch eine Hose zum Anziehen. Ja, ich habe gesagt, ich kann ein paar von mir haben. Ich habe ja auch noch ein paar Hosen. Die dürft, also da muss er auch erstmal reinwachsen. Ne? So wie früher halt in der Kindheit. Ja, dann, der große Bruder hat dann abgegeben an den kleinen Bruder. Und das war dabei früher bei den Lederhosen, war das gut. Die kurzen Lederhosen oder die kniebunten Lederhosen, da hat man das wunderbar machen können. Die hatten hinten am Bund, hinten, also ne, über dem Popo hatten die da so eine Schleife geübt, ja, und dann konnte man das enger machen, da war da so ein Keil, ja, und den konnte man dann enger machen. Die Hosen sind mitgewachsen und ja, wenn so kniebunt Lederhosen hattest, die mal gingen sie dann bis unterm Knie, ja, Schienbein schon etwas so die Höhe, so eine Capri-Hose. Ja, und dann, wenn du größer geworden bist, hast du längere Beine gekriegt. Ja, dann hast du, waren die irgendwann mal überm Knie. Und dann waren die aber auch schon meistens dann so bemessen, dass die dann ja doch da mal irgendwann mal ausgetauscht werden mussten. Ja, so eine Lederhose, die musstest du vererben. Die konntest du nicht einfach wegschmeißen. Das geht nicht. Ja, materialtechnisch selbstreinigend, super. Ja, Kinder wurden mal abends ein bisschen abgestaubt. Ja, und dann der Rest in der Badewanne. Und die Hose konntest du an einem Tag wieder so anziehen. Da ist nichts mit passiert. Ne? Die brauchtest du auch gar nicht waschen. Ja, klar, es gibt Lederreinigung und so. Man kann es auch selber machen. Dann sollte man halt parfümfreies Mittel nehmen und irgendwas beachten, dass auch keine, ja, Öl, Babyöl. Da kann ich nur den Tipp geben. Babyöl ist dann ideal. Ja. Ja, ich will hoffen, dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat heute. Ich zeige euch gleich noch, dann mache ich grüne Heringe bzw. Salzheringe lege ich ein in Essig. Und was man dabei zu beachten hat oder was man dabei machen muss und wie man das macht, das erkläre ich euch alles gleich in Ruhe. Und ich sage dann erstmal bis später. Tschüssi.